Moin Leute, Jumlo hier und herzlich willkommen zurück zum Achievement Run mit Hessen. Im letzten Part wurde Burgund aufgeteilt zwischen Frankreich und Österreich, was uns eigentlich nur recht sein kann, weil es uns eine nervige Macht wegnimmt. Es wird natürlich nervig werden, wenn wir mit Frankreich in Konflikt kommen und auf lange Sicht würden wir dieses Spiel bis 1815, bzw. nicht, ich glaube 1821 ist es, glaube ich, wo das Spiel offiziell endet. Würden wir es bis dahin spielen, wäre es wahrscheinlich besser, wenn Burgund da wäre. Aber das soll nicht unser Ziel sein. Von daher ist alles bestens, denn wir erklären jetzt Münster den Krieg. Gemeinsam mit der Hanse und mit Kleve kämpfen wir gegen Münster und Utrecht. Dänemark und Magdeburg sind nicht dabei, das ist das Schöne. Und Eroberung von Osnabrück. Let's go. Braunschweig ist natürlich auch dabei, aber die haben noch keine Truppen. Von daher soll es mir recht sein. Ganze 5 Achievements haben wir bisher in 3 Parts geholt. Bringt uns auch unglaublich viel, weil das auch die komplexesten von allen Achievements waren. Nicht. Aber gut. Attack! Verfolgen wir sie und wir erlauben den Anschluss, damit unsere Verbündeten sich uns anschließen können eben. Wer hätte das gedacht? So, wir greifen mit allen Mann an. Auch wenn wir über den Fluss angreifen, soll mir es jetzt egal sein. Ich will diese Schlacht einfach schnell gewinnen. Und sobald wir diese Schlacht gewonnen haben, wird alles voll belagert. Beziehungsweise... Hanse, ihr greift mal da an. Habt ihr da einen Anspruch drauf? Nein, gut, ihr habt keinen Anspruch darauf. Sondern die Hanse soll Utrecht übernehmen am besten. Das wäre mir eigentlich am liebsten in der Situation gerade. Denn die Provinz da unten hätte ich ganz gerne selber. Übrigens, ihr seht gerade, wir haben... Ja, ich habe euch ja letztes Mal hier öfters mal das mit dem Regiment da zusammenlegen gemacht. Gerade würden wir dabei tatsächlich ein gesamtes Regiment verlieren, weil praktisch auch die... Es wird so eng wie möglich zusammengepresst. Das heißt, wenn wir weniger als 5000 Mann haben, kriegen wir nur noch 5 Regimenter raus maximal. Das heißt, jetzt kommen hier die Tricks. Zack. Zack. Und wir haben zwar 2 Regimenter jetzt, die kleiner sind, aber der Rest bleibt so, wie er sein soll. Ihr kümmert euch mal kurz darum. Und euch lasse ich mal für den Moment noch da stehen. Gut, die fliehen weiter, das gefällt mir. Dann schicke ich euch nach da hinten. Und ich hoffe, dass die Hanse sich gleich um unsere netten Freunde da oben kümmert. Greift sie an. Oder so? Wieso auch nicht? Mir soll es recht sein. Kleve, sollt euch anschließen. Macht mal bitte. Jetzt sitzt ihr dabei. Gut. Wie marschieren die eigentlich? Über Holland oder was? Ach ja, tatsächlich, die marschieren über Holland. Ich verstehe es nicht, aber meinetwegen sollen sie es tun. Mir egal. Ich finde es aber auch bescheuert, dass sich die Truppen von Kleve gerade wieder zurückgezogen haben schon. Hanse, ich bräuchte euch mal. Ich bräuchte Verstärkung, während ich hier am Belagern bin. Nein, da sollt ihr euch bitte auch nicht anschließen. Wenn ihr euch einer Armee anschließt, dann der Großen. Friesland ist in bester Ordnung. Die brauchen keine Verstärkung. Kleve, kommt runter. Osnabrück braucht euch. Nationales Epos. Unsere Untertanen haben begonnen, Geschichten und Legenden über Hermann II. Von Hessen zu erzählen. Die Legende besagt, dass er in der dunkelsten Stunde von Hessen zurückkehren wird, um es zu erretten. Ob es wahr oder nicht, wir können das für unsere Propaganda nutzen. Ich liebe eine gute Geschichte. Wir bezahlen ein bisschen administrative Macht, ein paar Dukaten und kriegen dafür für die nächsten 20 Jahre jährliches Prestige plus 1. Nehme ich gerne an. Ist nützlich. Und mir fällt gerade auf, dass meine Diplomaten mal gar nichts zu tun haben. Schicke ich mal einen nach Braunschweig, um mich da ein bisschen beliebter zu machen. Die Welt hasst mich sowieso schon. Ich schicke außerdem mal einen nach Oldenburg. Oldenburg sehe ich immer noch als... Na, wobei. Ich schicke ihn direkt nach Bremen. Ich glaube, ich werde eher Bremen vasalisieren. Da kommt der Angriff durch Münster. Da kommt die Hanse. Und warum auch immer Kleve da immer noch rumsteht. Es nervt mich, aber okay. Ich kann damit leben. Auf jeden Fall müssen wir es jetzt teilen, damit wir auch unser Hannover kriegen dabei. Mein Hannover will ich nämlich haben. Das kriegt die Hanse nicht. Sie wird es mir vermutlich sowieso überlassen, aber trotzdem, sie kriegen die Hanse nicht. Also die Hanse kriegt Hannover nicht, das will ich sagen.
Mag zwar eigentlich zu klein sein noch von der Truppenstärke her, aber das ist mir gerade egal. Nein, die Hanse doch, soll ich doch den nicht anschließen. Na gut, schießt euch den an. So, jetzt belagere ich hoffentlich. Moment. Ja, ich belagere. Bestens. Hier könnt ihr euch anschließen. Gerne. Hier nehme ich gerne Truppen an, die sich anschließen. In Osnabrück. Die Armee wird eh nicht mehr lange da rumstehen. Kommt schon. Ja, geht doch. Moment. Münster. Gut, marschieren wir so. Starten wir so einen Angriff. Da haben wir die Flussüberquerung nämlich nicht. Wir haben jetzt immer noch einen Geländenachteil, weil ich glaube Wiesen sind hier, oder? Wiesen, also mit ein bisschen Wald, lichter Wald, gibt einen leichten Nachteil für den Angreifer, aber gut. Bleiben doch ein paar Münsteraner-Truppen. Ja gut, schicken wir erstmal alle mit. Damit wir sie alle los sind. Und dann mache ich den hier, um Truppen zu belagern und dazu lassen der Rest nach Utrecht. Es reicht sogar. Hey, es gefällt mir. Ihr kriegt aber keinen Anschluss erlaubt, denn ihr sollt ihn mitnehmen. Und ihr kriegt einen Anschluss erlaubt. So. Warten wir kurz ab. Ja, sie schießen sich an. Nein, sie schießen sich nicht an. Würdet ihr euch mit anschließen? Würde mich da verarschen, oder? I'm surrounded by idiots. God damn it. Jetzt kommen sie. Unglaublich. Das kann ich nicht mehr durch Geldern durchmarschieren. Na super. Okay, egal. Aber ich kann durch Österreich durchmarschieren. Gut, das heißt, ich weiß, wo ich gleich von Münster aus hinmarschieren werde. Wir belagern aber einfach mal weiter. Utrecht will ich wie in jedem Krieg zumindest Geld abziehen. Weil Geld ist Geld und Geld ist wichtig. Nicht immer so wichtig, aber alleine schon, weil man dann, wenn man keine Truppen mehr hat, immer noch Söldner holen kann. Das alleine reicht eigentlich schon. Das ist schon gut genug. Schicke mal kurz dahin. Und dann gucke ich gleich, ob ich direkt weiter nach Utrecht schicke. Tue ich. Wunderbar. Geldern für Militärzugang könnt ihr gerne haben. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Militärzugangsanfragen würde ich nämlich an sich eigentlich immer an. Es sei denn, es ist irgendeine Nation, der ich schaden will, die mir diese Anfrage schickt. Oder die ich irgendwie in nächster Zeit als Ziel habe oder sowas. Denn es kostet mich nichts. Und es ist ja besser, die Beziehung zu ihnen das anzunehmen. Von daher macht es doch Sinn, meiner Meinung nach. Wir belagern in der Zwischenzeit mal weiter. Hannover brauchen wir, wie gesagt, noch. Also Hannover hole ich mir auf jeden Fall. Das kann ich nämlich auch ohne aggressive Expansion holen. Ich bin nur noch nicht sicher, ob ich noch Osnabrück nehme. Aber ich glaube, ich will vor allem Münster schwächen. Das heißt, ich werde mit höchster Wahrscheinlichkeit noch Friesland freilassen. Mal gucken. I'm not sure und so. Braunschweig mag mich, Bär. Wegen Vasallen und so. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. Belagerung von Hannover gewonnen. Und ich bin verleitet, jetzt schon den Frieden zu schließen. Wobei wir danach sowieso nicht weitermachen können. Deswegen soll es mir eigentlich egal sein. Und ich weiß, ich wiederhole mich, aber egal. Pech, ich wiederhole mich gerne. Naja, nicht wirklich, aber wen interessiert's? Ich spiele einfach weiter, als wäre nichts gewesen. So. Mein General ist da, meine Armee ist da. Alles wunderbar. Wie viel Geld machen wir momentan? Wir machen genug, um uns einen General, um uns noch einen Berater leisten zu können. Den hole ich mir noch gerne, einfach wegen den Technologiepunkten. Wir machen jetzt natürlich nicht den Anspruch geltend, das ist das Problem. Kann ich den noch rausnehmen? Unser Vasall kriegt die Provinz auf jeden Fall. Ich werde sie mir nicht holen. Einfach weil ich die aggressive Expansion nicht haben will. Aber ich könnte mal Bremen hier rauskicken, damit ich in Frieden verhandeln kann. Friesland entlassen, Hannover an Braunschweig zurückgeben, Osnabrück übergeben. Das ist das, was ich erreichen will. Gut, ich kann auch mehr erreichen. Ich will Kriegsreparationen. Ich will, dass ihr eure Ansprüche aufgebt. Auf mich, wenn wir schon dabei sind, auch noch auf Braunschweig. Mehr kann ich, glaube ich, wirklich nicht erreichen, nur noch so ein bisschen Bares. Aber es soll mir auch definitiv recht sein. Warten wir noch auf Utrecht. Nein, das lohnt sich nicht. Wir schließen jetzt Frieden. Hup, hup.
Und jetzt werden sich gleich Koalitionen bilden. Ich prophezeie es. Hört auf meine Prophezeiungen, während ich mir Osnabrück hole. Aber, guck mir mal nach. 59, ja, das dürfte reichen. Zumindest die, die nicht in der Waffenstillstände mit mir sind. Aber wir können einen nächsten Rivalen wählen. In Braunschweig ist ja keiner mehr mittlerweile. Und da meldet sich gerade mein Skype. Einen Moment. Problem gelöst. Ich habe vergessen, mich auf beschäftigt zu stellen. Weiter geht's. wen nehmen wir als nächstes als Rivalen? Wir werden jetzt eh erstmal Zeit haben, bevor wir wieder zu Kriegen großartig kommen. Das heißt, ich tendiere gerade tatsächlich dazu, Mainz zu nehmen als Rivalen. Einfach, weil man die gut überrennen kann. Mit dem ist Sachsen verbündet. Mit Österreich. Okay, Sachsen kann ich vergessen. Mit dem werde ich mich momentan nicht anlegen. Magdeburg. Mit wem ist Magdeburg verbündet? Mit Sachsen und dem Hansebund. Ihr wollt mich doch verarschen. Also gut. Hansebund fällt raus. Magdeburg fällt auch raus. Sachsen fällt raus. Mainz, Trier, Würzburg bleiben noch. Mainz, Trier und Würzburg. Entweder Trier oder Mainz, weil Würzburg bringt mir momentan nichts. Bremen will ich übrigens nicht, weil sich das einfach nicht lohnt aus meiner Sicht. Mainz lohnt sich wenigstens insofern, dass ich damit ein Dingens loswerde. Fällt der Name nicht ein? Hilfe! Einen Kurfürsten. Und dass ich damit die Chance bekomme, vielleicht selber Kurfürst zu werden. Augsburg, Kleef, Nürnberg, Elsass, Ansbach. Nehmen wir Trier. Ja, nehmen wir Trier. Trier, Trier, Trier. Wie steht's eigentlich mit eurer Vasallisierung? Hey, ihr werdet bereit dazu. Yay, wir haben unseren ersten Vasallen, beziehungsweise den zweiten Vasallen, unseren ersten diplomatischen Vasallen. Und damit haben wir Braunschweig und Kleef und können beide in rund 10 Jahren diplomatisch annektieren. Wichtig sei schon mal gesagt, wenn ihr eine Nation diplomatisch annektiert, gibt es verschiedene Nachteile für euch. Also auf der einen Seite, ihr kriegt die Provinzen natürlich, keine aggressive Expansion, aber erstens, alle anderen Vasallen kriegen, glaube ich, 25 Punkte Strafe oder so, oder 30, ich weiß es nicht genau. Und wenn es eine Reichsnation ist, kriegen alle Reichsnationen auch nochmal einen Malus. Das ist das andere von beiden. Also eins ist 25, das andere ist 30, ich weiß aber nicht welches, das kann ich später nachgucken. Wahrscheinlich aber nicht mehr in diesem Part, weil ich glaube nicht, dass wir 10 Jahre schaffen in dem Part, aber das war auf jeden Fall diese Information. Dann werde ich gucken, dass ich meine Truppen stationiere und, ja, wobei, wenn ich gleich den, ich setze jetzt den Unterhalt sowieso runter, gleich, wenn die noch ein bisschen aufgestockt sind, und dann heißt es im Endeffekt einfach abwarten, weil wir militärisch nicht expandieren können, da die Koalition sich jetzt schon bildet. Württemberg ist schon dabei als erste Nation, aber solange wir jetzt nicht angreifen, kann es eigentlich nichts passieren. Weil wenn wir angegriffen werden, ist Österreich dabei, weil sie unser Verbündeter sind. Und wenn die nicht gerade im Krieg mit Frankreich oder ähnlichem sind zu dem Zeitpunkt, sollte das auch kein Problem sein. Hoffen wir einfach, dass es nicht dazu kommt. Kleef mag mich, Braunschweig mag mich, finde ich gut. Wen haben wir heute noch in diplomatischen Beziehungen? Wir haben die Pfalz, wir haben die Hanse und wir haben Österreich. Alles keine potenziellen Vasallen. Also lassen wir das mal. Wann kriege ich denn diplomatischen Unterhalt? Kriege ich erst beim Postdienst. Das dauert noch ein Weilchen. Entschuldigung, das dauert noch ein Weilchen. Gut. Das heißt, wir sparen erstmal. Wir setzen meinen militärischen Unterhalt runter. Wie immer halt. Und tun nichts. Gar nichts. Achso. Ich schicke noch Diplomaten los. Und vielleicht auch die Nationen, die mich jetzt schon hassen, ein bisschen gnädig zu stimmen. Wie zum Beispiel gerade Bayern wäre interessant, wenn sie nicht in der Koalition wären. Brandenburg auch. Ja, ja, Koalition. Ihr seht's. Ich hatte es im letzten Part schon kurz angesprochen. Wenn später eine von diesen Nationen den Krieg erklärt, sind alle dabei. Und deswegen habe ich mich gerade umentschieden und setze meine Armeen unter halt einfach nur noch die Hälfte runter. Der Waffenstillstand mit Aachen und Köln ist vorbei. Die werden sich jetzt auch anschließen wahrscheinlich. Ja. Das wird lustig. Unsere Verbündeten werden sich dem Ganzen übrigens natürlich nicht anschließen. Die bleiben uns treu und bleiben auf unserer Seite. Was ich auch sehr angenehm finde. Jetzt holen wir uns hier noch die Kernprovinz. Das heißt, ich kann mir gerade tatsächlich mal in Ruhe
Stabilität leisten. Nein, kann ich noch nicht, weil ich noch warten muss, bis die Kernprovinz durchgelaufen ist. Das heißt, in knapp einem Jahr können wir uns dann Stabilität leisten. Und das werden wir dann auch direkt machen. Und wir müssen jetzt eigentlich abwarten, bis die langsam zurückgeht, die aggressive Expansion. Das ist halt praktisch, das ist das Element im Spiel, was verhindern soll, dass man innerhalb von ein paar Jahren einfach alles um sich herum überrennt und alles vernichtet. Das wäre nämlich dann theoretisch, man könnte einfach rumrennen und eine Nation nach der anderen vasalisieren. Das wäre ziemlich overpowered. Und es ist gut, dass es nicht so ist. Ja, ihr könnt mich mal. Das ist im Endeffekt effizienter. Und das kann ich auch jetzt ändern mit der Inflation. Die Inflation kostet halt hauptsächlich Geld. Ich werde jetzt nochmal warten, bis ich 75 habe, dann senke ich es nochmal weiter ab. Könnten auch, ihr seht hier in dem Menü, wenn man Geld braucht, man kann auch Kredite aufnehmen. Lohnt sich aber meiner persönlichen Erfahrung nach nicht. Es sei denn, man spielt wirklich eine kleine Nation, die eine richtig beschissene Ausgangslage hat. Gibt es auch ein paar. Bestes Beispiel, Byzanz. Wobei Byzanz gerade so geht, aber Byzanz wird einfach instant von dem Osmanen überrannt normalerweise innerhalb der ersten paar Jahre, nachdem es losgeht. Albanien hier ist noch... Wieso hat Venedig Albanien? Normal... Albanien, diese eine Provinz, startet mit Krieg mit den Osmanen. Die ist normalerweise innerhalb von einem halben Jahr weg. Maximal einem Jahr. Und zwar in Hand der Osmanen. Wie zur Hölle hat Venedig die Osmanen übernommen? Moment, beziehungsweise wie ging das? Hier kann man übrigens die Statistik, die Geschichte anschauen. Das finde ich auch interessant. Ja, das interessiert niemanden. Moment. 1448 wurde Altbahn. Okay, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hat Venedig die Provinz annektiert. Ich weiß nicht, was genau passiert ist. Es interessiert mich auch nicht. Aber seit dem neuesten Patch gibt es so, also seit dem letzten DLC gibt es viele abgefuckte Spielstände. Einfach weil so ein paar Mechaniken überarbeitet wurden und doch ein paar seltsame Dinge passieren. Man kann sagen, also gerade Leute, die das Spiel schon länger spielen werden, wissen, es gab so ein paar Sachen, die waren eigentlich in jedem Spielstand mehr oder weniger gleich. Beispielsweise Österreich und Frankreich haben sich eigentlich immer gebettelt, ähnliches. Es waren immer beide relativ stark bis zum gewissen Grad. Und ähnliches, aber es passieren so viele seltsame Dinge in den letzten paar Wochen. Egal, lassen wir laufen. Das kann ich nämlich auch alles erzählen, wenn ich das Spiel einfach laufen lasse. Mecklenburg in der Koalition gegen mich ist egal. Da unten ist Frankreich gerade im Krieg gegen Provence. Das wird aber wahrscheinlich nicht... Wir werden wahrscheinlich keinen von den Reichsprovinzen holen. Doch, vielleicht Barois, weil die einen Anspruch haben. We will see. Aber auf jeden Fall sollten sie sich nicht Lothringen holen. Jetzt dürften aber auch alle Reichsprovinzen in dem Bereich wieder in Reichsstation sein. Außerhalb Barois. Ja, sind sie auch. Also der Punkt ist, Frankreich kriegt alle Provinzen, die nicht zum Reich gehören. Bei diesem Event. Weil der König von Burgund stirbt. Okay, vasalisiert Friesland. Das ist eine Überlegung wert, weil Friesland mich echt gut leiden kann. Auf der anderen Seite. Ja, das wird noch dauern. Auf der anderen Seite habe ich das Event erobert Friesland. Das ist verlockend. Euer Ostfriesland. Vor allem, weil die nicht Teil der Koalition gegen mich sind und mich das praktisch nichts kosten würde. Ich glaube, das mache ich sogar noch. Ich meine, die sind eh alle in Koalition gegen mich, von daher. Wir haben übrigens zweimal mehr oder weniger dieselbe Mission. Beide besagen, ich muss die Provinz erobern und die Nation vernichten. Aber wir nehmen das hier, es gibt uns mehr Prestige und außerdem Admin Macht. Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich das jetzt sofort mache oder ob ich noch ein bisschen warten soll. Ostfriesland hat immerhin doch noch so ein paar tausend Mann. Wir warten noch. Zumindest bis ich meine Kernprovinz habe. Damit ich meine Stabilität erhöhen kann. Beziehungsweise, stopp, ich wollte die Inflation verändern erstmal. Inflation senken. Das ist das größte Problem daran, wenn ihr bei Kriegen Geld nehmt. Es treibt eure Inflation in die Höhe und zwar ordentlich. Und Ostfriesland ist sogar in dem Krieg gerade. Moment, was ist das für ein Krieg? Lauenburgische Eroberung von Lüneburg. Okay. Gut, der Krieg ist mehr oder weniger irrelevant. Es ist nichts zur Welt bewegen. Es ist ein kleiner Krieg zwischen Kleinstaaten. Lauenburg versucht die Lüneburg zu erobern. Wird es wahrscheinlich auch schaffen, so wie es aktuell aussieht. Aber das kann uns relativ egal sein. Das Schöne ist, wenn wir dann Ostfriesland angreifen, wird nur Geld an der Weise wahrscheinlich. Aber wir haben jetzt Osnabrück auf jeden Fall als Kernprovinz. Und ich werde erstmal was nachgucken. Wie viel Prozent
14,2% der Bevölkerung meines Reiches ist niedersächsisch. 20% wollen wir erreichen. Glaube ich, denn dann, also ich glaube, ab 20% wird die Kultur akzeptiert. Das wäre ideal. Aber erstmal fingierte Ansprüche. Das ist nämlich immer wieder interessant für mich. Wir haben nur einen einzigen Anspruch und der ist gerade auf Ostfriesland. Schwer zu sagen, ob ich mir den holen soll oder nicht. Hängt davon ab, ob die Venezianer, ob der Hansebund dabei ist. Venedig ist dasselbe Prinzip, nur im Süden. Auch eine Handelsrepublik. Wie geht's den Rebellen? Den Rebellen geht's gut. Haben wir nur noch in Osnabrück welche gerade. Der Rest ist eh schon weg. Wunderbar. Ein Wunder, dass Münster noch ein gültiger Rival ist. Finde ich immer wieder interessant in der Situation. Gut, ich ziehe mal meinen Diplomaten hier ab und die schließen gerade schon Frieden, sehe ich. Wer... Ja. Selbst Österreich wäre dabei, weil übrigens, Fun Fact. Eine Provinz mitten im Reich, die keine Reichsprovinz ist. Das lasse ich einfach mal so stehen. Deswegen wäre Österreich dabei, die Pfalz wäre dabei und der Hansebund leider nicht, weil der Hansebund die eigentlich ganz gut leiden kann. Pfalz mit 6.000 Mann, die Österreich mit 20.000. Ja, komm, von da, das passt. Das kann man machen. Es gibt mir Geld vor allem. Mir gibt es Geld und es verhindert, dass Nationen sich der Koalition gegen mich anschließen können. Los geht's. Weil wenn Nationen im Waffenstillstand mit mir sind, können sie mich nicht angreifen. Ganz einfach. Achso, aber ich sollte den Armeeunterhalt hochsetzen. Das heißt, ihr wartet jetzt noch einen Monat und dann geht's los. Dann heißt es Attack. Also Attack. Moment, ich könnte vielleicht sogar noch mehr Nationen dazu holen. Bremen und Lüttich wären da dabei. Und wenn ich Sachsen-Lauenburg dazu nehme, wäre Pommern dabei. Ich könnte sie nämlich dazu holen, indem ich mehr Geld hole, indem ich sie zum Kriegsverbündeten mache. Dann bekommen sie nämlich das Recht, um ihre Verbündeten reinzuholen. Und wenn Österreich dabei ist, könnte es die Überlegung sogar wert sein. Aber ich weiß nicht, ob sie da noch mitmachen, wenn was anderes zum Kriegsziel wird. Nee, wir greifen einfach an. Los geht's. Yay, Attacke! Ich bleib mal hier stehen noch ein bisschen. Denn von unten kommen die Österreicher schon. Oh, und die kommen hier hin. Österreich, beeilt euch, ich brauche Hilfe. Und ihr da unten bitte auch, ich brauche Hilfe. Gut, brav, fein. Fein gemacht. Marschieren wir direkt mal da hoch. Und belagern. Attack! So, die Hälfte wird schon belagert, beziehungsweise Gelder und Ostfriesland werden beide belagert. Sachsen-Lauenburg kommt auch noch. Darum kümmern sich nämlich die Österreicher gleich noch. Und zwar spätestens, nachdem ich sie zum Ziel bestimmt habe für die. Und das heißt, ich lasse meine Verbündeten die Arbeit machen und belagere einfach nur ein bisschen. Und hole dann halt gegebenenfalls direkt den Gewinn raus. Ah gut, sie ziehen ab. Das heißt, ich lasse einfach nur zwei Armeen da. Also zwei Regimenter, wie üblich, ihr kennt das Prinzip, ja. Machen wir es so. Mit General natürlich. Truppen marschieren nach Westfalen runter. Oh, beziehungsweise wir schicken sie gerade nach Hessen. Und jetzt heißt es abwarten. Jetzt gibt es wieder nichts zu tun gerade. Und Österreich will offensichtlich nicht nach Sachsen-Lauenburg ziehen, leider. Wäre wesentlich sympathischer, Jungs. Und wir haben hier... kosmopolitanische Patrioten in England. England wird gerade auseinandergenommen wegen dem Rosenkrieg. Ein Event, wo praktisch zwei verschiedene Häuser, zwei verschiedene Zweige der Familie, die Anspruch auf das Reich hatten, auf die Krone hatten, sich gegenseitig bekämpft haben. Bürgerkriegsähnliche, was ist bürgerkriegsähnliche Zustände? Es war ein Bürgerkrieg, nichts anderes. Und ja, einfach mal gucken, was passiert. Wir werden die Provinzen wahrscheinlich noch verlieren. Ich schätze mal, dass da unten werden sie auch verlieren. Labour ist es, glaube ich, noch. Ja. Labour haben sie derzeit noch, wird aber noch nicht belagert und Calais wird belagert. Mal gucken, was sie davon verlieren. Warum steht Frankreich in Dingens, in Österreich? Warum seid ihr im Krieg? Ach, Ungarn ist dabei in dem Krieg, deswegen.
Ja, okay, das ergibt Sinn. Noch sind sie keine Rivalen, oder? Doch, ihr seid schon Rivalen, trotzdem. Ja gut, dann... Mir egal. Interessiert mich nicht weiter. Freunden wir uns mit Bremen an. Bremen ist, wie gesagt, eine der potenziellen Vasallen momentan. Ach ja, ihr könnt mir übrigens, wenn ihr wollt, wenn ihr die Achievements kennt für das Spiel, ihr könnt mir ja in die Kommentare mal schreiben, was für Achievement Runs ihr gerne als nächstes sehen würdet. Und kommt bitte nicht mit Three Mountains, das werde ich nicht machen, nicht zum jetzigen Zeitpunkt jedenfalls. Später vielleicht irgendwann mal, aber in sich halt so, sag ich mal, interessante Sachen. Ich habe mir eine Liste gemacht, habe so ein paar Sachen geplant, noch nichts Festes, aber könnt mir in die Kommentare schreiben, was ihr gerne sehen würdet. Vielleicht gehe ich drauf ein. Schreibt es auf jeden Fall jetzt schon mal, weil ich nehme, wie gesagt, im Voraus auf. Und es kann sein, dass ich zu dem Zeitpunkt, wo ihr jetzt praktisch die Folge seht, schon wieder am Aufnehmen bin. Wer weiß. Also beim nächsten Projekt, dass das hier schon durch ist. Aber gut, Geldern kriegt den Frieden. Ja, wir belagern ihn schon mittlerweile, das ist gut. Geldern kriegt Frieden. Ich muss so lange wie möglich Frieden kriegen, ehrlich gesagt. Damit die nicht in diesen Dings rein können. In den, in die Koalition gegen mich. Okay, es reicht noch nicht ganz, leider. Es reicht erst, wenn wir alle belagert haben. Das heißt, wir warten ab. Ich will nämlich exakt 15 Jahre Krieg Waffenstillstand haben. Und ich habe gerade eh nichts zu tun, also kann ich die Pfalz da oben belagern lassen. Los, Pfalz, belagert sie weiter. Do your thing. Ostfriesland wird dann eh annektiert. Sollte klar sein. Ich kann theoretisch auch Geld dann übernehmen, aber nein. Könnte theoretisch so ein richtiges Arschloch sein und Geld dann an Kleve abgeben. Aber da würde ich auch die aggressive Expansion für bekommen, leider. Nein, das lasse ich lieber. Das lasse ich lieber, definitiv. Dafür schleime ich bei... Bei wem schleimen wir denn? Bei Böhmen. Böhmen könnte vielleicht noch ein interessanter Bündnispartner werden. Denn die sind noch nicht mal in der Koalition gegen mich, von daher... Sie scheinen mich zu mögen. Fällt gerade auf. Ich kann den Militärunterhalt schon wieder auf Hälfte runtersetzen. Ich meine, ich kämpfe eh nicht mehr. Meine Feinde haben alle keine Truppen mehr, von daher... Sollte ich mir nicht allzu große Sorgen drum machen müssen. Gut, ja. Wegen den Rebellen sind gerade die Truppen da abgezogen und die Belagerung wurde resettet. Kann man nichts machen. KI ist leider nicht so schlau normalerweise, dass ein kleiner Teil der Armee da ist. Auch wenn ich mich da echt drüber freuen würde, wenn die das mal einbauen. Wobei ich mich nicht drüber freuen würde, weil man die KI sonst nicht mehr so gut ausnutzen könnte, wenn man gegen sie spielt. Es gibt nämlich so eine wunderschöne Taktik, die nennt sich Carpet Siege, übersetzt so viel wie Teppichbelagerung. Und die besteht einfach daraus, dass man... Nehmen wir einfach folgendes Szenario an. Frankreich kämpft gegen Österreich. Frankreich schlägt Österreich in der Schlacht. Vernichtet alle Truppen. Und bevor Österreich sich wieder ausbauen kann, belagern sie ganz Österreich. Halt überall mit kleinen Armeen, mit einzelnen. Das wäre so eine Carpet Siege Taktik, weil das einfach verhindert, dass der Feind Truppen rekrutieren kann. Und die insgesamt stark einschränkt. Eine unglaublich praktische Taktik, die die KI zum Glück nicht selbst machen kann. Sonst würde ich viele, viele Kriege deutlicher verlieren in diesem Spiel. Es wäre wesentlich schwieriger. Wenn man wiederum auf Verbündete gerade zählen will, ist es umso schlechter. Ist dann natürlich nervig. Aber okay, warten wir noch einen Monat. Ziehe ich mir die Truppen aus, den Diplomaten aus Bremen ab und gucke, ob ich den Frieden schließen kann. Ich meine, das hier ist eh fast vorbei. Ist eh fast durchgelaufen. Was sagt Geldern denn mittlerweile zu meinem Friedensangebot? Ihr wärt bereit, das anzunehmen. Finde ich gut. Bye bye, Geldern. Money. Money for Dumlu. Kriegsreparationen. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Das besagt im Endeffekt einfach, dass die Nation 10% ihrer Steuereinnahmen für die nächsten, ich glaube, 10 Jahre abgeben muss. Kann sehr angenehm sein. Vor allem, wenn man es schafft, von einer relativ reichen Nation die Kriegskreparation zu bekommen. Und da ist der Friedensschluss wunderbar. Das letzte Turnier. Wir können es im Wind fühlen. Bald wird unsere Elite nichts weiter als ein Traum sein, an den man sich erinnert. Während die Traditionen des Ritterstandes im Ansturm der Moderne untergehen.
Die Welt ändert sich. Aber jetzt, ein letztes Mal, lasst die Ritter von Hessen reiten. Das mache ich gerne. Die paar Punkte bezahle ich und auch das Geld dafür, dass wir bessere Tradition, mehr Prestige und Moral für die nächsten 10 Jahre bekommen. Das ist es meiner Meinung nach definitiv wert. Let's go. Sachsen-Lauenburg kriegt ebenfalls den Friedensschluss von mir. Einen ähnlichen, weil sie wahrscheinlich sowieso nicht überleben werden. Warte, wen haben wir Interessantes? Eigentlich ist es alles relativ egal. Machen wir es so. Und damit haben wir Ostfriesland. Beziehungsweise, damit können wir Ostfriesland annektieren. Und jetzt habe ich nicht geguckt, wir werden sehen, wie viel aggressive Expansion. 2,8, das ist praktisch nichts. Wir haben die Mission erfüllt. Und, sollen wir die Provinz integrieren? Machen wir natürlich. Die anderen Missionen werden wir gerade eh nicht machen. Setzen wir uns doch mal daran. Kostet nur 30 Admin-Punkte. Let's go. Ansonsten können wir hier nicht mehr groß was machen, gerade für den Part heute. Das heißt, ich würde an der Stelle sagen, ich setze einen Cut. Und wir sehen uns aber nächstes Mal, wenn es wieder heißt Achievement Run. Ich wollte gerade Crusader Kings sagen, aber nein, der kommt noch. Europa Universalis 4 mit Essen. Jo. Ich glaube, wir haben in jedem Part bisher eine Provinz erobert, oder? Eine Provinz erobert oder einen Vasall bekommen. Wir sind konsequent. Ciao.